ganz in weiß. Jetzt aber mal nicht mit einem Blumenstrauß. Einfach nur weiß. Weiß wirkt leer. Zeichen und Zeichnungen machen daraus eine Fülle. Und Stille? Wenn Stille eine Farbe ist, dann weiß. Oder auch schwarz? Aber schwarz hat für viele etwas Beängstigendes. Dabei kennt es unendlich viele Abstufungen und Schattierungen. Wie weiß? Endlos viele Weißtöne sind möglich. Matt oder glänzend, gräulich, bläulich, natürlich auch grünlich, rötlich, gelblich. Von jeder Farbe des Regenbogens ist ein bisschen immer auch im Weiß. Sind Schwarz und Weiß selbst überhaupt Farben? Darüber gibt es endlose Diskussionen. Künstler führen beide Farben oder Nichtfarben vor Augen. Das schwarze Quadrat von Kasimir Malevich, monochrom weiß von Yves Klein, der sonst immer monochrom blau malte. Nicht dieses hier, aber ebenfalls ein betörendes Blau, das er selbst gemischt hat und sich patentieren ließ. Weiß in reiner Form wird gerne auch unschuldig genannt, was voraussetzt, dass es Schuld gibt. Aber das ist vielleicht gar nicht so sicher. Irgendwo gibt es sowieso immer einen Riss. Auch im Weiß in reiner Form. Beim Näherkommen treten die feineren Strukturen deutlicher hervor. Vollkommene Offenheit für alles, so erscheint mir Weiß. Damit kann ich was machen. Keine Ahnung, was genau jetzt. Alles ist möglich. So ist das immer vor einem weißen Blatt, wie auch das hier eines ist. Auf die Gedanken zu Weiß hat mich diese Kunstausstellung in der Akademie der Künste in Berlin am Hanseatenweg gebracht. Leere, Weiß, Stille. Wenn aber die Augen sich an das Weiß gewöhnt haben, vielleicht auch ein wenig angeödet sind davon, von der Monotonie, der Monochromie, dann wirkt jede Farbe ungemein stark. So. Eine kleine Übung in Wahrnehmung. Jetzt also doch noch ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß.